Vor kurzem habe ich den Fehler begangen, auf YouTube nach Schnittmustern für Staubschutzmasken zu suchen. Das hatte zur Folge, dass ich jetzt weiß, wie man Schrägband näht oder was eine Overlock-Nähmaschine ist. Für mehrere Tage wurde meine Vorschlagsliste mit Anleitungen zum Nähen von Atemschutzmasken geflutet. Eine wirklich schnelle Lösung, die nicht so aussieht, als hätte man einen Kaffeefilter im Gesicht, habe ich nicht gefunden. Deshalb will ich euch meine Putzlappenmaske nicht vorenthalten. Dazu brauche ich ein handelsübliches Wischtuch aus Synthetikfilz, 11 cm Gartendraht oder eine aufgebogene Briefklammer mit rund gebogenen Enden. 2x20 cm Gummiband, einen Tacker und eventuell einen Tropfen Kleber als Montagehilfe für die Gummibänder. Der Putzlappen wird nach meiner Schablone angezeichnet und ausgeschnitten. Nun wird der obere Rand um 15 mm umgeschlagen und geheftet. In den entstehenden Saum wird später der Draht eingeführt. Anschließend wird die Maske in der Mitte gefaltet und der Abnäher geheftet. Der überschüssige Keil wird nun über die Mittelnaht plan gelegt und am unteren Rand der Maske fixiert. Zuletzt wird von der Seite der Draht in den oberen Saum geschoben und fertig ist die Maske. Wer das Ganze etwas edler haben möchte, kann die Maske mit einer zusätzlichen Inlage herstellen, die Nähte mit einer Nähmaschine fixieren und anstelle des Wischtuches einen aufgeschnittenen Staubsaugerbeutel verwenden, der hittert auch Feinstäube ab und bei bestimmten Fabrikaten angeblich sogar Viren.